glaube, wie du es gesagt hast, wir sind richtig gut ins Spiel reingekommen. Wir haben den Ball gut laufen lassen. Die Einstellung hat gestimmt von Anfang an. Das ist bei meiner Mannschaft immer so ein bisschen schwierig. Ja. Also die ersten 20 Minuten sind wir gut reingekommen, gutes Passspiel gehabt. Machen auch relativ glücklich, muss man einfach mal sagen, auch nach Standards die Tore. Ja. Nach dem 2-0 kompletter Bruch bei uns. Da sage ich, kommt auch wieder der Kopf bei uns ins Spiel, weil die Jungs dann wieder meinten, ja, jetzt läuft das von alleine, Bezirksligist, 2-0 Führung, läuft schon, ein paar Prozent weniger gemacht und schon wird es schwierig. Erstmal Gratulation an Schlebusch, sie haben 2-1 gewonnen, sind in der nächsten Runde, insofern müssen wir da erstmal gratulieren. Ich glaube, wir haben in den ersten 15 Minuten einfach viel zu viel Respekt gehabt vor dem Gegner, wir sind nicht in die Zweikämpfe gekommen und kassieren zwei Freistöße, wovon mindestens einer meiner Meinung nach zweifelhaft war. Aber es gilt nicht, die Verantwortung im Schiedsrichter zu suchen, sondern wir müssen uns die Frage stellen, wieso wir da nicht direkt in Zweikämpfe kommen und da Foulsituationen spielen müssen, kassieren dann ja zwischen der 13. und 16. Minute zwei Freistoßtore. Und somit haben wir erstmal einen riesen Brocken gehabt, den wir dann bespielen mussten. Das ist ein Kopfproblem bei uns. Ja? Wenn du 2-0 gegen Bezirksligisten führst, ja, dann meinen die Jungs, die sind die Größten. Das geht schon irgendwie, können wir weniger machen und das funktioniert nicht, egal gegen welchen Gegner es ist. Da musst du immer 100% geben, wenn du das nicht machst, kriegst du auch gegen Borussia und Lind Probleme. Und die haben es richtig gut gemacht heute, muss man einfach sagen. Am Ende sind wir weiter, da zählt im Pokal, aber auch mit ein bisschen Glück, das ist einfach so. Wenn ich die zweite Halbzeit jetzt mal heranziehe und diese zwei Freistoßsituationen ausblende, muss man sagen, haben wir ein gutes Spiel gemacht, haben Schlebusch in vielen Situationen unter Druck gesetzt. Und insofern bin ich persönlich stolz auf die Mannschaft und Gratulation an die Truppe, dass sie da so gut gegengehalten haben, gegen einen Mittelrheinligisten. Es war mehr drin, aber gut, aus der ersten Halbzeit und den Freistößen müssen wir lernen. Wir wollten Mittelrheinpokal. Ich gehe mal davon aus, dass es wie letztes Jahr ist, dass beide Finalisten auch im Mittelrheinpokal sind. Da wollten wir hin. Wir wollen natürlich auch das Spiel gewinnen. So viel wie ich weiß, ist das sogar hier zu Hause gegen Deutsch dann. Ja, und da wollen wir auch gewinnen. Also wenn wir schon ins Finale kommen, wollen wir auch gewinnen.